Transparente und plausible Verbrauchsdaten sind die entscheidende Grundlage für den Erfolg des Energiemanagementsystems. Eine besondere Herausforderung stellen komplex gewachsene Messinfrastrukturen dar. Die Integration neuer Zähler, die Berücksichtigung mehrstufiger Zählerhierarchien und die Durchführung von Plausibilitätsprüfungen ist anspruchsvoll und aufwendig. Lösungen über Excel-Tabellen kommen hier an ihre Grenzen. Im folgenden Kurzvideo zeigen wir Ihnen, welche Lösung eChem für ein erfolgreiches Monitoring der Messinfrastruktur bereithält. Innerhalb von eChem wechseln wir auf den Bilanzkreis und rufen die Stromzählerstruktur unseres Beispielprojektes auf. Jeder Block repräsentiert dabei einen Zählpunkt. Blau hinterlegt sind alle Messpunkte, die auf real verbauten Messungen beruhen, zum Beispiel Universalmessgeräte, Handwertangaben oder Daten vom Energieversorger. Gelb, rot und lila dargestellt sind virtuelle Zählpunkte. Diese können verwendet werden, um auf Basis der Zählerhierarchie zusätzliche Informationen wie Verluste oder Summenbildungen darzustellen. Über die Option Wertplausibilisierung werden auffällige Werte im Bilanzbaum markiert. Die Schwellen können im Hintergrund manuell angepasst werden. Dem Anwender werden sofort alle auffälligen Werte der betrachteten Periode angezeigt. Über den direkten Zugriff auf weitere Softwaremodule kann die Analyse der Unplausibilität direkt beginnen. Nach erfolgreicher Bewertung der Unplausibilität kann das Ergebnis über den Kommentar direkt vermerkt werden. Damit stehen später alle Informationen modulübergreifend zur Verfügung. Mit dem Bilanzkreismodul steht ein Tool zur Verfügung, mit dem selbst komplexeste Messinfrastrukturen effektiv abgebildet werden können. Informationen, die ohne die Verknüpfung der Messpunkte verborgen bleiben, werden so auf Anhieb sichtbar.